Ein Hallo und herzlich willkommen zu Folge 409 auf diesem Kanal. Boah, Alter, was ist mit dieser... Alter! Das war mal richtig knapp. Boah, war das knapp, ey. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Die Ampel wird grün, da kann's ja losgehen. Oh, ey, sag mal. Das hier ist die Rückkamera einer Dashcam, das heißt, wir filmen aus der Heckscheibe raus. Wir stehen in einer langen Warteschlange von einer Waschanlage und unser Einsender unterhält sich gerade mit seinem Nebenmann und sie einigen sich jetzt wohl darauf, dass es sich hier doch nicht lohnt zu warten, weil die Schlange zu lang ist. Und das war auf jeden Fall nichts. Beim Rückwärtsfahren kann es natürlich schon helfen, wenn man dabei auch mal nach hinten schauen würde. Der Transporter ist ja nun nicht gerade ein besonders kleines Fahrzeug, was man mal eben schnell übersehen kann. Aber kleiner Rat bei sowas, stellt euch unbedingt immer als Zeuge zur Verfügung, wenn ihr so einen Unfall beobachtet habt. Ob unser Einsender das hier getan hat, weiß ich leider nicht. Hier sind wir mit der Phil auf der Autobahn unterwegs. Und wenn man keinen Schulterblick macht, gibt es sogar beim PKW tote Winkel. Der Phil hat da gleich noch eine Szene. Aber komm, wir bleiben jetzt noch ein drittes Mal beim Einsender der Phil, denn er scheint diese Situation wirklich magisch anzuziehen. Boah, Junge! Und das war wirklich richtig knapp. Hier können wir das Ganze nochmal aus der Innenperspektive sehen. Boah, Junge! Aber man kann es nur so sagen, hier wenden zu wollen, ist einfach eine dämliche Idee. Aber gut, gefahren, wenn es funktioniert, vielleicht wissen wir das. Aber wisst ihr was? Ein Wendemanöver kommt selten allein. Über durchgezogene Linien und Abbiegespur direkt vor der Polizei zu wenden, klasse Idee. Wir hatten heute echt schon viele gruselige Situationen, aber es wird nicht besser. Guckt euch mal die Fahrbahnmarkierung hier an. Eigentlich kann man hier unmöglich irgendwas falsch machen. Manche Leute schaffen es trotzdem. Boah, der fährt auf die falsche Spur? Ist ja übel, ey. Wir haben ja schon länger keine Kurven mehr geschnitten. Überlege. Chillig. Und wie man an einer so übersichtlichen Stelle so die Kurve schneiden kann, dass unser Einsender sogar aufs Bankett ausweichen muss, ich verstehe es nicht. Aber generell versteht man ja viel in unseren Videos nicht. Der Gegenverkehr hat hier eine riesengroße Lücke, um Platz zu machen. Juckt ihn aber einfach überhaupt nicht. Und wie wir wissen, nicht jede Auffahrt in einer Autobahnbaustelle hat zwingend einen Beschleunigungsstreifen. Es kann auch mal Stoppschilder geben. Hier sind wir beim unsichtbaren Christian, eine absolut nicht einsehbare Kurve und ich glaube, wir wissen alle, was hier passiert. Und ich finde es immer wieder faszinierend, auch erschreckend, an welchen Stellen Autofahrer denken, dass es eine gute Idee wäre, zu überholen. Die Ampel wird gerade rot, wir halten auch an, wie jeder andere normale Mensch auch, und dann gibt's noch die Kandidaten. Okay, Digga! Und diese Ampel wird gerade grün, der Unterschied zwischen Rot und Grün ist für einige wirklich schwer zu verstehen. Aber Rot oder Grün, hin oder her, wie wär's denn, wenn beides gleichzeitig leuchtet? Hä? Also das hatten wir bis jetzt auch noch nicht gehabt. Kennt ihr auch Leute, die an dem Fahrradlenker gerne mal eine Einkaufstüte oder auch eine Handtasche hängen? Zeigt ihnen am besten dieses Video hier. Tasche im Vorderrad eingeklemmt und ab geht der Flug. Ist alles okay? Aber immerhin ist hier wohl nichts passiert. In dieser Situation hier ist eigentlich ziemlich klar, dass da vorne kein Auto durchpasst, solange der Bauarbeiter noch neben dem Auto steht. Da. Und
Und was nicht passt, wird passend gemacht, oder was zur Hölle hat sich der Autofahrer jetzt hier dabei gedacht? Der Bauarbeiter presst schon seinen Oberkörper direkt an die Laderampe, sonst hätte ihn der Außenspiegel hier direkt erwischt. Einfach mal 5 Sekunden zu warten, ist für viele wohl schlichtweg zu viel verlangt. Immerhin, das einzig Gute, hier ist wohl weiter sonst nichts passiert. Und in der letzten Folge wurde sich ja glatt schon darüber beschwert, dass wir länger keine Kreisverkehre mehr hatten. Ja, schon eine blöde Situation, so knapp war es jetzt nicht, aber das Fahrverhalten von dem Audi hier wird nicht wirklich besser. Und kein Gas zu geben auf dem Beschleunigungsstreifen ist ja das eine. Aber die Spur zu wechseln, obwohl auf der rechten Spur einer fährt, ja, es passt einfach nur zu gut in diese Situation hier rein. Dass die Leute sich gegenseitig vor die Karre fahren, das ist etwas, das funktioniert nicht nur bei Autofahrern. Sind wir ein bisschen dumm oder so? Ja, ich nicht. Hier rechts von uns ist ein Radschutzstreifen. Auf dem Radschutzstreifen fahren normalerweise Radfahrer und... Manche Fahrräder sehen einfach komisch aus. Radfahrer dürfen rechts an wartenden Autos vorbeifahren, wenn genug Platz vorhanden ist. Ich denke, wir sind uns einig, das hier ist definitiv zu wenig Platz. Ja, Junge. Ja, geht's dir doch gut, oder was? Und was sehen wir hier jetzt noch? Das ist rechts ein Radschutzstreifen. Demzufolge macht unser Einsender und sein Vordermann das hier aber auch falsch. Denn Radschutzstreifen dürfen mit dem Auto nur bei Bedarf befahren werden, zum Beispiel um dem Gegenverkehr auf schmaler Straße auszuweichen. Radfahrer zu blockieren und daran hindern, an der Ampel vorzufahren, ist hingegen kein Bedarf. Den weißen BMW hier auf der mittleren Spur, den merken wir uns mal. Weil jetzt fängt der Verkehr an zu stocken und der BMW denkt sich, ach, da fahre ich jetzt mal schön rechts wieder dran vorbei und quetsche mich noch davor. Und ich kann das natürlich verstehen, dass Beutana hier den BMW nicht reinlassen will. Aber wenn ihr bei so jemandem, der dann schon beginnt, die Spur zu wechseln, selbst einfach stur aufs Gas steigt, um die Lücke zuzufahren, das macht solche Situationen hier halt auch nicht besser. Hier sind wir mit Dario unterwegs, rechts vor ihm fährt ein Radfahrer und weil das hier doch alles ein bisschen eng ist, entscheidet er sich, ach, den überhole ich hier lieber nicht vor der Verkehrsinsel. Aber was denkt sich der Autofahrer da? Einfach nur, hä? Normalerweise sage ich ja immer sowas wie, die Abfahrt muss immer im letzten Moment genommen werden oder plötzlich fällt die Abfahrt vom Himmel. Ja, oder plötzlich. What the fuck? Ach, so geht's natürlich auch. Was macht der deutsche Autofahrer, wenn er auf Einsatzfahrzeuge trifft? Ihr könnt's euch fast schon denken, absolute Überforderung. Und Leute, ihr dürft, wenn ihr auf den Verkehr achtet, vorsichtig in den Kreuzungsbereich einfahren, auch wenn die Ampel rot ist. Und gerade hier, wo ja auch geradeaus grün war, das Platzmachen hätte man hier definitiv besser lösen können. In dem Sinne hoffe ich, ihr könnt das hoffentlich besser. Und wer jetzt noch nicht genug hat und noch Lust auf eine weitere Folge hat, 2 Auswahlmöglichkeiten sind hier mittig drauf verlinkt, klickt dort gerne drauf. Dann danke ich euch fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und ciao.